Im Rahmen einer Pressekonferenz gab die EVN Auskunft zur Halbjahresbilanz 2014-2015. Die Halbjahresbilanz 14-15 ist gesamt gesehen in Ordnung. Das Jahresergebnis erwarten Sie auch durchaus positiv. Das heißt, man kann zufrieden sein. Ja, wir haben ein wirklich gutes Halbjahresergebnis. Das ist eine schöne Basis auch für ein gutes Gesamtjahresergebnis. Und damit schließen wir wieder an die Kette der Vergangenheit an, wo die EVN jährlich gut gewirtschaftet hat und auch die Dividenden gut bezahlen wird können. Es ist ja auch das Beteiligungsergebnis mit dem Burgenland oder aus dem Burgenland sehr, sehr erfreulich. Das hat sich ja positiv weiterentwickelt. Ja, die Ergebnisse unserer Beteiligungen haben sich gut entwickelt. Der Energie Burgenland, die Rahl-Grohl-Aufsuchungsgesellschaft, vor allen Dingen, die hat sehr viel beigetragen. Aber was wir feststellen können, auch dass das gesamte Energiegeschäft im Heimmarkt hat sich sehr gut entwickelt und im Südosteuropa gibt es auch eigentlich sehr gute, positive Ergebnisse. Jetzt investiert ja die EVN in den nächsten 4 Jahren über 1 Milliarde. Einerseits in die Erneuerung und Erweiterung der Netze, andererseits auch in die Windkraft und vor allem auch in die erneuerbare Energie und auch in den Bereich Wasser. Das heißt ein Zweig, der ja auch zunehmend für positive, erfreuliche Bilanzen sorgt. Diese Milliarde wird ausschließlich in Niederösterreich investiert, um die Geschäftstätigkeit zu erweitern, abzusichern, Versorgungssicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten und erneuerbare Energien weiter auszubauen. Aber auch der Trinkwasserbereich ist ein sehr wichtiger, wo wir auch einerseits Quellwasser aus dem Alpenvorland in die Ballungsräume bringen werden und bringen wollen und in den Gegenden mit sehr hartem Wasser auf Naturfiltrationsbasis, also ohne Chemie, Wasserenthärtung vornehmen können und hier weicheres Wasser unseren Kunden und den Gemeinden auch anbieten werden. Für den Endverbraucher sehr erfreulich war ja die Strompreis- und Gaspreissenkung. Wie schaut es demnächst damit aus oder bleibt es auf dem Niveau? Die Energiepreise haben sich jetzt stabilisiert. Die EVN hat in den letzten 3 Jahren 6 Strompreissenkungen, 3 Energiepreis-, 3 Netzpreissenkungen gehabt, 4 Gaspreissenkungen, einen Bonus haben wir bei Gas gezahlt an die Kunden und dann 3 Senkungen. Also wir haben jetzt ein wirklich ansprechendes Niveau und wir haben auch Produkte und Preise, die eigentlich unter den ganzen Konkurrenzanboten liegen mit unseren Flottarifen. Also wir liegen hier sehr gut eingebettet und das Weitere wird dann die Zukunft zeigen.